Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Spyro 3 Year of the Dragon. Und wir gehen jetzt mal in diese Extra-Mission vom Level Zaubertürme. Hi. Ich habe mit meinem zahmen Wolf Fali Fang gespielt, aber ich habe aus Versehen seinen Ball in dieses Loch geworfen und er ist hinterhergesprungen. Jetzt steckt er da unten fest. Ich bin so hilflos hier oben und er wimmert so jämmerlich. Nicht weinen, Wolf. Bloß nicht weinen, Wolf. Oh. Aber du hast ja wirklich eine Stimme zum, weiß ich nicht. Aber werden wir schon hinbekommen. Hast du sonst noch was zu sagen? Ich habe mit Nein. Ja, hast du. Ja, schön, okay. Tschö. Oh, wie süß. Soll ich mit der Ball spielen? Ja, okay, dann mache ich das mal. Na, guck mal, das wäre eigentlich so einfach, ne? Hier ist doch so ein Wirbel, aber wenn ich da den Ball reinwerfe, meinst du natürlich, der wird dadurch hochgetragen? Nein. Ja, komm. Wirf mich nicht ab. Komm mit. Ich hätte den Ball geklaut. Hehe. Jetzt müssen wir hier nämlich zusammenarbeiten, damit das hier alles gut klappt auf jeden Fall. Dann muss ich den Ball hier raufwerfen, damit er auf den Schalter geht. Und dann kann ich hier den Schalter betätigen, damit er weiter kann. Ja, so läuft das. Dieser große Chip rennt vor diesem niedlichen Wolf weg. Herrlich. Dass die da so große Angst vor haben. Wer hat Angst vor Wölfchen Wolf? Wirklich, ey. Obwohl ich diesen Film nie gesehen habe, aber ich habe mal den Titel in der TV-Movie gelesen und fand den süß. Na, der hat nicht Angst. Da wird einfach nur gebellt und der macht nichts. Aber ich meine, dumm ist der kleine Wolf nicht, ne? Der ist eigentlich hochintelligent, deswegen wundert mich das, dass er wirklich, ja. Rennst du so rüber? Nein, natürlich nicht. Also, dein Ball ist hier. Ja? Dann renn jetzt mal rüber, mein Kleiner. Genau. Ne, sein Ball bedeutet ihm halt wirklich alles, dem Kleinen. Aber süß! Ne, der Kleine will ja einfach nur spielen und seinen Spaß haben. Na sowas, was machst du, Schalter? Hallo. Das macht die Plattform hoch, okay. Und das macht die Plattform runter, ne? Ja, genau. Dann muss ich da einfach nur schnell genug sein, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, hat doch super geklappt. Hier. Da, der hat wieder keine Angst. Und seinen Ball hat er diesmal hier gelassen. Mensch, Kleiner. Darfst du nicht deinen Ball vergessen? Alles gut, mein Kleiner. Ja, aber hier, dein Ball. Hey, du hast Fali gefunden. Wie kann ich dir jemals danken, Kumpel? Ich könnte dir ja dieses olle Ei geben, aber... Fali hat darauf rumgekaut und es ist etwas schleimig. Aber die gute Absicht zählt, richtig? Richtig. Und mal davon abgesehen, ich hatte den Ball, den Fali ständig im Maul hatte, auch in meinem Maul. Also damit habe ich eigentlich gar keine Probleme mit seinem bisschen Sabber. Das ist voll okay. Liz! Liz! Wie in Resi 6. Liz! Na, Kleiner, alles gut? Anscheinend. Ja, dein Ball.
Okay, tschö, ihr Lieben. So. Der Knochenfreund da oben, der ist da am Dancen wieder. Wie man gerade gehört hat. Und ja, hier sind wir jetzt auf jeden Fall fertig. Das ist schön. Doch jetzt kommt noch was anderes Schlimmes. Obwohl hier vielleicht auch nur das Skateboardfahren erstmal richtig erklärt wird tatsächlich. Ach, Manu. Deswegen, das könnte noch in Ordnung sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Hier gibt es auch noch vor allem eine Menge Edelsteine zu sammeln. Also hier kann man wirklich ganz leicht irgendwo einen Schatz natürlich übersehen. Das ist mir auf jeden Fall schon oft passiert in der Vergangenheit, wenn ich das hier gespielt habe, dass ich hier noch irgendwo dann was übersehen hatte. Irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Deswegen, hier muss man eigentlich immer noch mal später ein bisschen rumkurven, um irgendwie da diese ganzen Sachen da sich zu schnappen. Ey, noch beginnt ja keine Uhr. Cool. Ach, scheiße. Ich wollte doch nur den Schatz. Gib mir den Schatz. Da muss ich, glaube ich, irgendwie von oben mal dahin fliegen. Dann fahre ich erstmal hier hoch. So, ja, genau, stimmt. Ha, hätte ich gar nicht absteigen müssen. Erstmal hier oben. Oder auch nicht. Ah, Hilfe, ist das hoch. Oh. Na? Ach, Mist. Nochmal gucken hier. Da. Nein! Wirst du wohl? Na, warte. Das muss ich ja jetzt hier irgendwo mal hinkriegen, ne? Nein, nicht so oder nicht. Ich hab doch getroffen. Ja, endlich. Okay, hab alles anscheinend. Da sind auch noch Schätze natürlich. Ich find's süß, wie Sparrows Schwänzchen so wild im Wind hin und her weht. Nein, 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 nein. Gib mir den Schatz. Es ist zu schräg, ich komm nicht hoch. Das hier kann ich wenigstens mir alles so auch schnappen in Ruhe. Und da oben gibt es aber auch noch Schätze, so viel ich weiß. Und hier auf der Plattform ja auch immer noch. Nein. Nein, 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 nein. Yay. Ich habe alle Edelsteine, ein Wunder. Sehr gut. Alles klar, dann können wir jetzt mit Jäger quatschen. Was hast du für mich? Ist dies nicht der abgefahrenste Skateboardpark, den du je gesehen hast? Ja. Nachdem du einige Tricks gelernt hast, kannst du hier irre viele Punkte sammeln.
Was hältst du davon, wenn ich dir ein paar Tricks zeige? Klar doch. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Du kannst von Rampen abspringen, indem du die X-Taste drückst. Ich zeige dir einmal, wie es geht. Dann bist du dran. Das habe ich gerade eben schon die ganze Zeit getan, aber ist okay. Dann zeig's mir mal. Wie er gar nicht auf der Bahn war, sondern darüber geschwebt ist, aber egal. Okay, versuch jetzt eine Rolle zu machen. Du kannst eine Rolle in der Luft machen, indem du die Dreiecktaste gedrückt hältst und nach links oder rechts steuerst. Das ist ja auch überhaupt nicht schwer, auf jeden Fall. Hey, schöne Rolle! Jetzt versuch mal einen Flip. Flips gehen genau wie Rollen. Außer dass du nach oben und unten steuerst, statt nach links und rechts. Spring von der Rampe, halt die Dreiecktaste gedrückt und drück nach oben oder unten mit den Richtungstasten. Wie man immer noch dieses Rollgeräusch vom Skateboard im Hintergrund gehört hat. Egal, okay. Wie das man sagt. Yeah. Wow! Du bist ein Naturtalent. Mal sehen, Ja. ob du auch einen Halfpipe-Spin hinkriegst. Die blauen Rampen sind Halfpipes. Du kannst einen Spin machen, indem du oben auf der blauen Rampe springst und in der Luft nach links oder rechts steuerst. Habe ich auch schon oft gemacht, aber egal. Super, du hast es geschafft. Jetzt wollen wir Ja. mal sehen, ob du auch eine 900 schaffst. Spring so hoch du kannst, mach 2,5 Spins in der Luft und lande wieder auf der Rampe. Das ist auch durchaus machbar. Dabei war es ansonsten so gut. Ha. Das war eine tolle 900. Ich muss zugeben, dass du was drauf hast, Spyro. Aber bevor du übermütig wirst, wollen wir mal sehen, ob du auf der gigantischen Skirampe echte Punkte machen kannst. Probier beliebige Tricks aus und sieh, wie viele Punkte du bekommst. 500 Punkte, okay. Na, kann ich auch mal so machen wie er. Nein, ich bin gestürzt. Wow, du lernst echt schnell. Du wirst aber auch von einem Meisterfahrer unterrichtet. Ja. Wo wir gerade dabei sind, ich habe gerade an einem nahezu unmöglichen neuen Trick gearbeitet, den ich Nasty Norg nenne. Ich hätte es fast geschafft, wenn ich nicht plötzlich in dieses Drachenei gekracht wäre. Okay, das habe ich mir ausgedacht. Aber du kannst das Ei haben. Wäre cool, aber wenn es einen Trick geben würde, der Nasty Nog heißt. Denn wir wissen ja, Nasty Nog war ja der erste Endgegner schließlich in Spyro 1. Nicht schlecht. Caroline! Okay. Na, wie süß. Sonst wohl eher Feuer werden, ne? Ich denke, du bist für einen 1 gegen 1 Wettbewerb bereit. Willst du in einem Freestyle-Wettbewerb um Punkte kämpfen? Eigentlich nicht, aber sonst kriege ich ja das zweite Ei nicht von dir, von daher. Ja. In Ordnung. Wer die meisten Punkte innerhalb des Zeitlimits sammelt, gewinnt. Es ist auf jeden Fall echt nicht leicht, gegen Jäger zu bestehen, aber was soll's. Alter.
Oh, guck mal, wie viele Punkte der jetzt schon hat. Ui. Das war so nicht geplant. Wenn ich nämlich diese Strecke hier lang fahre, dann... Alter. Da kriegt man nämlich richtig viele Punkte für. Hat er auch gerade gemacht. Da, Alter, du Sackgesicht! Mache ich die Türme jetzt auch direkt nochmal, weil die Türme muss man eigentlich so oft wie möglich machen, um gegen ihn überhaupt eine Chance zu haben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil Jäger, der ist echt also gnadenlos in diesen zwei Kämpfen. Oh, bin jetzt nicht gut abgesprungen, schade. Aber ich mache einfach jetzt mal die ganze Zeit die Türme. Und dann noch hier die Stunts, macht natürlich zusätzliche Punkte. Alter, der hat schon über 3000, der Sack. Das ist so schwer, gegen ihn zu bestehen. Ich muss echt die ganze Zeit die Türme machen, am besten. Ihr seht euch das an. Das ist doch nicht mehr normal. Kein Flip vorwärts. Oh je, das schaffe ich nicht mehr. Ne, kann ich vergessen. Nein! Ja. Es ist keine Schande, gegen den Meister zu verlieren. Jedenfalls keine große. Willst du es nochmal versuchen? Du bist so ein Sack. In Ordnung. Dass er so schnell so viele Punkte macht, ne? Das ist ungeheuerlich. Ha, aber noch habe ich mehr Punkte. Ja, nein, komm. Nein, ja. Oh mein Gott. Wie kann der schon wieder so viele Punkte haben? Ich dreh durch. Oh nö. Schade. Falsch aufgekommen. Zu übermütig, ich wollte zu viel. Das ist so scheiße, wirklich. Wirklich, ich darf absolut nicht übermütig werden. Das geht sonst in die Hose. Das schaffe ich schon wieder nicht. Das ist unglaublich. Wie wenig Punkte ich dafür gerade gekriegt habe. Ne, es ist keine Schande gegen den Mann. Ja, halt doch die Klappe. Ich glaube, ich kriege das auch ganz gut hin, aber wenn ich die ganze Zeit tatsächlich hier diese 900 mache, das kann ich jetzt auch nochmal probieren. Irgendwie glaube ich sogar eine geheime Kombination. Und wenn man die geschafft hat, dann gab es irgendwie, glaube ich, was ganz Tolles. Ich glaube, das war wirklich eine SD-Nook. Scheiße. Ich glaube, das gab es dann wirklich. Und hey, ich habe jetzt schon mehr Punkte als er. Das heißt, ich muss eigentlich die ganze Zeit hier einfach nur diese 900er machen. Und dann schaffe ich das. Oder auch nicht. Scheiße! Ich will immer zu viel.
Oh nein, es hatte fast geklappt. Es hatte fast geklappt. Manu. Oh Mann, das klappt doch sonst manchmal. Ich glaube, ich habe einmal schon mal das den Nork sogar hingekriegt. Bin mir aber unsicher. Oh je. Ja, jetzt habe ich weniger Punkte jetzt schon, deswegen scheiße. Das war jetzt sehr interessant. Oh, da gedrehte Limone zum Beispiel. Den Trick hat er mir gar nicht nämlich beigebracht. Mist. Es ist keine Schande. Ja, halt doch die Klappe. Aber auf jeden Fall war das gar nicht mal so verkehrt. Da gedrehte Limone. Oh, schade, ich bin nicht richtig abgesprungen. Schade. Nochmal eben hier. Sehr gut. Ja, sehr gut. Es könnte mit Glück vielleicht jetzt klappen. Wer weiß. Sehen wir, wie viele Punkte ich auf einmal habe. Ja, ja, ja. Jäger, was ist los mit dir? Du lässt nach. Das ist keine Chance diesmal. Ah, naja, egal. Egal, ich bin sowieso schon besser. Ich kann's nicht glauben. Wie bist du so schnell so gut geworden? Wer weiß, irgendwann brichst du vielleicht noch meinen Streckenrekord. Nee. Wie auch immer, ich muss dir wohl dieses andere Ei geben, das ich gefunden habe. Ja, gefühlt. Ich wollte es als Haustier behalten, aber es will nicht schlüpfen. Tja. Kleiner Gaun, ich dachte, wir wären Freunde, aber du benimmst dich nicht wie ein Freund. Alex! Okay, what the fuck? Ich habe es irgendwann, glaube ich, sogar schon mal geschafft, hier den Streckenrekord zu brechen, aber da habe ich auch Stunden für gebraucht, glaube ich, weil das ist schon wirklich viel, was er an Punkten hier hat. Oder hatte ich das eben rein theoretisch sogar schon meiner Punktezahl? Ich weiß es nicht. Aber ich will es jetzt echt nicht machen. Das kann man vielleicht in einem Bonuspart mal machen oder sowas, wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich das mal versuche auf allen Strecken. Weil jede einzelne Skateboard-Strecke hat auch wirklich den eigenen Streckenrekord. Deswegen, ja, muss man da mal gucken. Ah, Jägers Scharmützel. Abracadabra, simsalabim! Wir sollten ihr helfen. Du scherzt wohl. Sie hat dich beinahe geröstet. Ja, aber sie zielte auf dich. Ah!
Danke. Keine Ursache. Du hattest Glück, dass Jäger da war. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sicher kannst du das. Soll ich es dir beweisen? Wohl keine Zauberkraft mehr, wie? Soll ich dir Starthilfe geben? Ha! Um dich kümmere ich mich später. Hey, warum musstest du sie vertreiben? Ach, Jäger. Magst du sie wohl, hä? Tja. Es war ja schon ein bisschen süß. Erstmal eine Abkühlung nach dem Stress. Ja, man sollte halt mit seinen Zauberkräften, wenn man sie denn hat, nicht zu waghalsig umgehen. Ich meine, klar, sie wird ja auch ordentlich von der Zauberin getriezt, dass sie uns unbedingt unschädlich machen soll, aber trotzdem. Ihr scheiß Hasen, ey. Ihr müsst alle sterben. Da, sag ich doch, ein Leben. Nach einer gewissen Anzahl getöteter kleiner Mini-Viecher spawnt nämlich dann ein besonderer Lebensschmetterling. Habt ihr das auch mal gesehen? So, ich würde mal sagen, war es das für diesen Part wieder? Es wird langsam sogar schon dunkel draußen. Da würde ich dann eigentlich sogar direkt in dieses Nachtlevel gehen. Vor allem, weil ich es nicht leiden kann. Und dann haben wir es schon mal hinter uns. Deswegen im nächsten Part gehen wir in spukende Sümpfe. Also in die spukenden Sümpfe, so. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Und macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao.